Legionäre! Hurra! Linie bildet! Komm schon, Männer! Nehmen wir diese Feste ein! Los, los, los! Wir sind in Position! Hochschützen, passt auf! Wir müssen die Barrikade halten, bis unsere Schützen eintreffen. Legionäre! Linie bilden! Komm schon, Männer! Nehmen wir diese Feste ein! Los, los, los! So ein Mist. Thank you.
musst aus. Mist, das habe ich gern. Start, den ich schmeißen kann. Aber das ist nicht durch gemacht. Was soll ich denn jetzt hier machen?
Ach, hier liegen welche. Zurück! Zurück! Gehör mir
Oh, was sind das für Hörner? Uah. Metallnippel, was hier bei dem, Junge? Ach du Heiliger. Ich bin schon halb tot, Junge. Naja, gut, ich, zu meiner Schande, ich habe das schwieriger eingestellt. Ja, ist mich ohne, Junge. Hier sehen Sie, Junge. Uah. Gleichzeitig kann ich auch nicht abwehren. Mensch, warum wehrt er sich nicht? Mach doch auf Abwehr hier! Heute viele tapfere Männer verloren. Marius, du hast bewiesen, dass du ein Anführer bist. Du hast dir den Respekt der Männer verdient. Also, nimm diesen Helm und trage ihn. Hey,
Legionäre! Salutiert euren neuen Centurio! Beruhigt euch. Auch nicht schlecht. Jetzt wisst ihr, was von den Barbaren zu erwarten ist. Sie sind eine Meute wilder Hunde, die uns bis aufs Blut bekämpfen. Aber sie wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Rom ist Zivilisation! Rom ist Gesetz! Rom ist Stärke! Und hier draußen sind wir Rom! Barbarenhorde marschiert auf York. General Commodus und die 6. Kohorte haben den Feind angegriffen. Doch ihr Schicksal ist unbekannt. Macht die übrigen Boote fest und entladet sie. Und macht die Truppen bereit. Wir marschieren nach York! Unser Marsch gen Norden in das Land der Rebellen war brutal. Unser Vorankommen wurde durch eine Schlacht nach der anderen verzögert. Rom hatte Frieden, Handel und Reichtum auf diese Inseln gebracht. Dieser Frieden wurde durch offene Rebellion zerstört. Nun, endlich näherten wir uns dem Quell des Aufstandes, wo König Oswald und seine Kriegertochter herrschten. Barbarenarmee auf dem Vormarsch hier. Wenn sie sich mit dieser Armee zusammenschließen, haben wir keine Chance. York wird fallen. Bei den Göttern. Auf jeden von uns kommen 20 dieser behaarten Bastarde. In einer Schlacht würden wir große Verluste erleiden. Die wollen nicht angreifen. Ihr Anführer, König Oswald und seine Tochter Boudica sind dort unten bei ihnen. Wenn wir sie fassen, müssen die Stammeshäuptlinge Frieden schließen, wenn sie eine sichere Rückkehr wollen. Dann wird Oswald das Knie beugen und Rom einen Eid leisten müssen. Diese Briten haben ihre eigene Art der Ehre. Sie haben keine Ehre. Dieses Ungeziefer wagt es, sich gegen Rom zu erheben. Sie verdienen es, unseren Zorn zu spüren. Unsere Vergeltung? Oder deine? Herr, ich... Genug. Wir werden diese Rebellion auf meine Art beenden, anstatt die Leben guter Männer aufs Spiel zu setzen. Verstanden, Centurio. Verstanden, Kommandant. Also gut. Eine kleine Einheit wird das Lager des Feindes infiltrieren und Oswald und Boudica ergreifen. Ich werde mich mit der Hauptstreitmacht um ihre Verstärkung kümmern. Und wie lauten meine Befehle? Ich habe dir Blut versprochen, oder? Du wirst Oswald und Boudica ergreifen. Bevor dir deine Männer folgen können, wirst du dich um die Schützen auf dem Aquädukt kümmern müssen. Du wirst also zunächst allein sein. Verstanden, Herr. Ist mir eine Ehre. Na da.
Ihr habt gehört, was Boudica gesagt hat. Wir spähen, wir legen Fallen, wir bleiben wachsam. Wir haben zahllose Sichtungen von Römern in diesem Gebiet. Wir haben ihren General verloren und wollen ihn zurück. Wenn ihr was hört, irgendwas, schlagt Alarm. Noch Fragen? Wie spät ist es? Halt die Schnauze, Keenan. Du nimmst den westlichen Pfad. Kontrolliere die Fallen. Die Nägel müssen bei der kleinsten Bewegung loslaufen. Verstanden. Alistair, du bleibst bei mir. Die Späher berichten von einem römischen Trupp in der Nähe. Wohl auf dem Weg zum Aquädukt. Aber sie werden nie da ankommen, nicht wahr? Richtig. Was haben wir denn da? Haben uns wohl verirrt. Was? Ich hab dich in der Lücke. Ergib dich oder stirb! Hier muss es von der Wache nur so finden. Hier kann ich nicht herüber. Das ist schon lang. Hört nicht auf. Weil da vermuten sie mich am wenigsten, dass ich durch die Falle durchgehe.
zocken. jetzt bin ich wach. Da bin ich schon weg. Invasion! Ihr seid euer Jäger! Keinen Kampf mehr standhalten. Hab gehört, eine Legion wäre auf dem Weg zum Aquädukt. Mal sehen, wie sie an den ganzen Bogenschützen da vorbeikommen wollen. Also wir diesen Lager sicherzustellen, dass kein Römer vorbeischleicht. Boah, ich bin so total so gut wie Gold, Junge. Gut, alles klärchen. Alles klärchen. Also bewachen wir diesen Pfad, um sicherzustellen, dass kein Römer vorbeischleicht. Hallo, Römer. Wo versteckt sich deine Legion? Ja.
Boah, ist das denn ja ernst? Oh, wird doch so ein schwerer Typ. Oh, das ist doch nicht mehr ernst, ja. Stellt eure Bogenschützen an der Straße auf und schießt auf meinen Befehl. Ja, Herrin. Herrin? Hier muss ein Weg nach oben sein.
Räuber, ey, Räuber! Oh, was ist euer Ernst? Die haben auch ganz schöne Verluste, Alter. Sind nicht nur hier. Herkommen sollen. Jetzt wirst du hier sterben. Ich bemitleide dich. Und wie glaubst du, wurde euer Reich errichtet? Wir haben euch nicht gebeten, hierher zu kommen. Da werfen ich ab. Ja.
will dich deinen Tod! Oh, ich kann nicht mehr. Und jetzt noch mal hier. Ja, ist klar. Alles klar, ja. Ich bin gleich dort. Es gibt eh einen Treffer beim Wasser. Legionäre, aus dem Weg! Formation, zu mir! Auf meinen Befehl hin an!
mich beeilen. Sie können die Stellung nicht lange halten. Ich habe keinen Stab mehr. Halt den nicht auf. Halt den nicht auf. So viel Bugs, ey, das seht ihr auch nicht. Jetzt zeigt doch an hier. Schon drüber. Das ist ähnlich. Ja, wird auch dabei, dann kann ich hier auf jeden Fall wieder einen Endkampf machen. Oh, nee. Willst du noch mehr? Das gibt's nicht. Bin ich eigentlich der Einzige, der da kämpft? Wie könnt ihr es wagen, dort zu stehen? Ihr seid unsere Tempel in Veranbindung. Wachen! Fatschi! Versuch's nochmal.
Die haben keine Rüstung, und ich will die aushalten. Das ist einfach so sinnlos. Ist das jetzt euer Ernst hier, Alter? Heiß mal Wahnsinn. Oh ja, jetzt kommt die wieder hier. Der Superfechter. Oh, ist klar, Junge. Peinlich, das ist so sinnlos, ja. Laufende Fackel hier oder was? Wie in so einer Flammenshow, ja. Hardcore-Kampf geht gar nicht. Sehr gut gemacht. Und schwer. Viel Spaß beim Nachzocken.
Was für ein Ruhm ist das? Die Briten werden niemals Frieden mit uns schließen, wenn wir sie so behandeln. Das müssen Prätorianer gewesen sein. Präsentiere Basilius, Sohn des Kaisers. Den kämpfe ich doch auch. Talion, Glückwunsch zu deiner sicheren Ankunft. Nur ein wenig später und du hättest den ganzen Spaß verpasst. Sehe ich doch, klar. Ich hoffe, deine Reise war nicht allzu schwierig. Das ist ein Verräter. Sehe ich schon, dass das ein Verräter ist. Dann greif den britischen Abschaum. Eure Hoheit, ich muss protestieren. Ich werde herausfinden, was diese Wilden mit ihm gemacht haben. Die Briten lebten im Frieden unter dem alten römischen Häuptling. Aber dieser Häuptling Commodus, Sohn eures Königs, ist böse. Er verdient das Schicksal, das er jetzt erleidet. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ihr Briten scheint wohl nicht so zu lieben, wie wir Römer es tun. Deine Tochter? Sie ist wunderschön. Peitscht sie aus, besser redet. Oder sie stirbt. Was man zuerst tut. Nein! Nicht für euch! Wagst es? Du wagst es. Ich bin der Sohn des Kaisers. Und ich tue, was immer ich. Bitte! Nein! Bitte! Beschützt sie! Ich sage euch alles! Und Commodus wurde an den gehörnten König im Norden verkauft. Hinter dem Wall. Bitte! Lasst meine Tochter gehen. Ich flehe euch an. Seht ihr? Es gibt nur eine Sprache, die diese Menschen verstehen. Die Sprache der Gewalt. Ihr werdet euren Häuptling in der Dunkelheit hinter dem Wall finden, wo bedrohliche, karge Berge aufragen, über schwarzen, endlos tiefen Seen. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausen dort, von denen, die dorthin ausziehen, kehren nur wenige zurück. Der muss ja nicht hin. Der schickt seine Truppen. Italien, ich habe eine Mission für dich. Führe deine Männer nach Norden zu den bedrohlichen Bergen. Und bring meinen Bruder zurück. Fürchterlich. Wachen, sperrt die Gefangenen ein. Naja, und dich gleich mit. Die Männer bereit machen! Ja, die Kommandanten gehören. Bereit machen zum Abfahren! Centurio. Wir marschieren gen Norden. Ja, Herr. Was ist denn das noch? Vitalion führte unsere Truppen weiter genau über die Grenzen unseres Reiches hinaus bis ans Ende der Welt. Wir kämpften gegen Krieger, die mehr Tier als Mensch waren. So fürchterlich, dass selbst Roms Elite-Legionen sie nicht befrieden konnten. Oswalds unheilvolle Worte verfolgten uns, als wir immer tiefer in die unerbittliche Dunkelheit marschierten. Aber gehörnte Männer aus uralten Zeiten aus dort. Von denen, die sich dorthin wagten, kehrten nur wenige zurück. Na bravo. Jetzt wird's spannend, diese Leute. Diese Festung. Lord Sprung. Angeblich ist es ein Tor direkt zum Hades. Ein Ort voll Feuer und Tod. Ich fürchte, das, was hier am Rande der Welt passiert, auch Rom selbst bald erreichen wird. Konstrukteure, weicht die Fälle ein. Antonius die Stränge. Otto, sicher die Balken. Wir rücken zur 10. Stunde aus. Ja, Herr. Thank you.
Wir werden Commodus retten. Beiden Männer errichten sie nur für ihre wichtigsten Opfer. Er muss sich hier befinden. Wir greifen in tiefster Dunkelheit ein. Das gefällt mir nicht. Was ist das? Angegriffen, wenn sie könnten. Nein, sie sind klug genug, uns zu fürchten. Im Laufschritt, Männer. Laufschritt, Marsch, Marsch. Halt! Ich kundschafte voraus. Thank you.
Dein Reich braucht dich. Steh auf. Ich muss meine Männer finden. Habe ich den Mauszeiger? Was ist denn hier noch los? Meine Männer finden.
Moment, hallo Junge. Flieger, mach dich ab! Ich hab's aber eh nicht gekriegt, Junge. Fliege, wenn ich dich kriege, Junge. So. Was war jetzt, Junge? Ja. Und 10 Leute am besten noch. Die ein paar Gänge hier. Wahnsinn. Die Götter sich wohl zu erhaben. Zerkloppe hier gleich den Tisch, Alter. Das seht ihr auch nicht, Junge. Die Götter sich wohl zu erhaben. 100 Mal die gleiche Szene. Das trifft doch Gehirnerweichung, Alter. Ich bin hier im Käfig. Ah, jetzt kommt die Arme, Alter. Das ist ja so, das ist ja so.
darauf habe ich auch gesehen. Eingesammelt. Leber. Lange hier doch auch, ja. Ich danke euch. Müssen Sie alle retten. Na los! Ja, Herr! So, weiter jetzt. Mach die platt. Was müssen die mit uns genauso machen? Die
locken uns voll in der Falle, ja. Signal. Ja, Herr! Durchsucht den Sumpf, Männer. Unsere Brüder brauchen uns. Folgt mir! Die Römer von der, dem Tod durch die Flammen. Yeah.
wie viel kommt denn hier noch hier? Ich bin der Einzige, der hier kämpft, oder was? Jesus. Der Scheiß hier. Was war denn hier? Das ist nicht normal, Alter. Ey, das ist nicht normal, ohne Scheiß.